Hallo und herzlich willkommen auf unserem Blog. Mein Name ist Julia Kohlmann und heute hören Sie aus der Reihe unserer vertonten Blogartikel Die Sorge, anderen zur Last zu fallen. Das ist jetzt auch der letzte Teil aus unserer Serie So werden Sie Ihre Schuldgefühle los. Plagt Sie ein schlechtes Gewissen in Situationen, in denen Sie für andere lästig sein könnten? Oder fällt es Ihnen schwer, andere um Hilfe zu bitten? Weil sie bloß nicht zur Last fallen möchten, also keine Belastung sein wollen. Wir erklären, woher diese besondere Form des Schuldgefühls kommt und wie sie es loswerden können. Denn Schuld ist ja ein zutiefst menschliches Gefühl. Deshalb wollen wir Ihnen in dieser Blogartikelserie zeigen, dass es im Grunde 5 wesentliche Arten von Schuldgefühlen gibt und wie Menschen Frieden damit finden können. Wenn Sie jetzt bereits veröffentlichte Teile verpasst haben, kein Problem. Wir verlinken Ihnen gerne die bereits veröffentlichten in den Shownotes. Warum Menschen meinen, nicht zur Last fallen zu dürfen? Haben Sie sich bereits erwähnten Beispielen wiedergefunden? Oder kennen Sie dieses ungute Gefühl, jemanden gestört zu haben? Oder etwas Falsches gesagt zu haben und dann grübeln wir ewig darüber nach? Viele Menschen meinen, sie dürften anderen nicht zur Last fallen und keine unangenehmen Gefühle bei anderen verursachen. Sie fühlen sich dann allein dafür verantwortlich, dass es beiden Seiten gut geht, ja? Also ihnen selbst und dem anderen, dem sie vermeintlich zur Last gefallen sind. Diese Menschen denken dann, sie persönlich würden die Stimmung der anderen verursachen und trügen die volle Verantwortung dafür, wie sich das Gegenüber jetzt gerade fühlt. In der Literatur nennen wir Personen mit dieser Art Schuldgefühl sei stark Menschen. Und warum? Das kommt jetzt gleich. Manchmal vermischt sich das Schuldgefühl aufgrund dieser inneren Annahmen zusätzlich noch mit der Angst vor Strafe. Schließlich könnte ja der andere beleidigt sein oder genervt von mir oder gereizt oder nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, wenn ich mal zur Last gefallen bin. Das Schuldgefühl entsteht also durch diese Sorge, in emotional bedeutsamen Situationen nicht stabil zu sein. Tatsächlich hat man das Gefühl, dass man kollabiert, wenn man die Kontrolle loslässt. Der oder die Betroffene erwartet grundsätzlich, dass die eigenen Anliegen nicht berücksichtigt werden, wenn sie sich nicht selbst darum kümmern. Entsprechend schwer fällt es dem Betroffenen, der Betroffenen dann auch, nicht beherrschbare Menschen und Geschehnisse zu akzeptieren und sich darauf einzulassen. Das sich einlassen auf Menschen und Vorgänge ohne Kontrolle, verstehe ich als sei stark Mensch dann eventuell als Gefahr, Unterwerfung oder auch Schwäche. Als sei stark Mensch erwarte ich also keine Fürsorglichkeit von meiner Umwelt, sondern eher rücksichtsloses Verhalten. Meine Umwelt stellt in meiner eigenen Wahrnehmung also eher harte Herausforderungen für mich bereit. Und das wiederum erlebe ich eventuell als so eine diffuse Bedrohung, wogegen ich mich dann meine mit entsprechenden Haltungen innerlich schützen und durchsetzen zu müssen. Und daher gebe ich als sei stark Mensch anderen gar nicht erst die Chance, die eigenen empfindsamen Anliegen zu erkennen und zu berücksichtigen. Es entstehen innere Glaubenssätze wie, keiner merkt es, wenn es mir mal zu viel wird. Oder, wäre ich nicht fit gewesen, hätte die andere sich nicht um mich kümmern können. Oder, wenn ich mal was nicht weiß, sind die anderen auch gleich überfordert. Was ist das also für ein innerer Konflikt, der diese Menschen treibt? Wenn ich als sei stark Mensch beim Gegenüber nur eine ängstlich beschwichtigende Sanftheit wahrnehme, dann strafe ich das eventuell mit Verachtung. Denn das ist nicht die Art der Begegnung, die mich als sei stark Mensch interessiert. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr hart und unangenehm, aber spüren Sie mal in sich hinein, wenn Sie sich da wiederfinden. Welche Art der Begegnung mögen Sie eigentlich nicht wirklich als sei stark Mensch? Geht es vielleicht doch in diese Richtung? Wenn ja, dann nehmen Sie sich ernst und akzeptieren Sie diese Neigung erstmal.
Aber bedenken Sie auch Folgendes. Im Umkehrschluss erreiche ich nämlich als sehr stark Mensch durch mein Verhalten oft, dass meine eigene Sehnsucht nach Aufgehobensein, Entgegenkommen, Fürsorge oder, wie oben erwähnt, Sanftheit, ne, nicht gestillt wird. Mein Bedürfnis, anderen zu vertrauen und durchlässig zu sein, wird nicht befriedigt. Und deshalb werde ich in der Regel damit auch keine guten Erfahrungen sammeln. Und vielleicht hilft Ihnen dieses Wissen, sich in Zukunft auf ein ängstlich sanftes Gegenüber anders einlassen zu können. Woher kommt das jetzt? Sehr stark Menschen, die so empfinden, versuchen ihre Emotionen zu verbergen und zu kontrollieren. Sie sind meist der Fels in der Brandung und wollen eigentlich auch als solche wahrgenommen werden. Sie verwenden häufig Sprache und Sprechweise, die heraussticht, um eine eigene Stärke und Unangreifbarkeit zu vermitteln. Denn Worte können ja genauso wie Kleider Leute machen. Es scheint dabei, als gingen sie mit ihrer eigenen Empfindsamkeit und der anderer auf Distanz. Das ist wie wenn sie sich so ein emotionales Schutzschild um sich herum aufbauen würden. Sie erwecken einen eher angespannten Eindruck, als wollten sie ihre Umgebung im Auge behalten, jederzeit gewappnet zu sein, ne? Bloß nicht die Kontrolle zu verlieren, bloß nicht in einer emotionalen Situation nicht gewappnet zu sein. Und das macht sich manchmal auch bemerkbar durch aufrechte Haltung, durch so maskenhafte Gesichtszüge und gelegentlich auch durch so eine monotone Stimme und Gestik. Die Gedanken lauten dann vielleicht zum Beispiel: Niemand darf es merken, dass ich schwach, empfindlich oder ratlos bin, weil ich annehme, dass mir dann keiner helfen kann. Oder ein Gedanke, ein Glaubenssatz kann sein: Ich möchte auf keinen Fall jemandem zur Last fallen. Diese Gedanken werden also zu Glaubenssätzen und zu inneren Überzeugungen. Was hilft jetzt, wenn Menschen Angst haben, zur Last zu fallen oder folglich immer stark sein wollen? Wenn sie jetzt merken, dass sie diese Überzeugungen kennen von sich oder vielleicht auch von einem Kollegen, von jemand anderem, dann versuchen sie das nächste Mal genau zu prüfen, ob Annahmen, die sie treffen, überhaupt stimmen. Oder regen sie das auch gerne mal bei einem Kollegen an, dass der die Annahmen, die er hat, mal überprüft. Also zum Beispiel: Sind Sie in einer konkreten Situation wirklich dafür verantwortlich, dass sich die anderen wohlfühlen? Und wieso gilt das eigentlich für Sie, aber nicht für die anderen? Indem Sie diese Muster erkennen und sich die Diskrepanz bewusst machen, können Sie Ihre festgefahrenen Automatismen erkennen und alte Glaubenssätze ablegen. Und dafür haben wir in unserem Empower Yourself Online Training auch einen einfachen und hochwirksamen Prozess entworfen. Kleine Schritte zu großer Veränderung. Was hilft also noch? Was auch hilft, aber sicher ein bisschen Mut brauchen wird, ist folgendes Vorgehen. Beobachten Sie künftig mal in einer konkreten Situation, wie andere reagieren, wenn sie mal nicht sofort weiter wissen. Und wenn sie sich auch nicht zuvorkommend verhalten. Meistens passiert nämlich gar nichts Schlimmes. Sie können sich ja auch gern vorher kurz überlegen, was der Worst Case in dieser Situation wäre. Sie werden in den meisten Fällen feststellen, dass der gar nicht eintritt. Hilfreich für Sie, wenn Sie diese Sorte Schuldgefühle kennen, ist vielleicht auch: Machen Sie sich bewusst, wenn Sie immer stark sind und die Verantwortung tragen, dann nehmen Sie anderen ihre Entwicklungsmöglichkeit. Wollen Sie das tatsächlich? Und suchen Sie sich ausreichend Ventile, um auch mal loszulassen. Im Sport können Sie lernen, sich auf andere zu verlassen, zum Beispiel. Und im Yoga oder in der Meditation können Sie Ihr Bedürfnis nach Hingabe und Durchlässigkeit stillen. Versuchen Sie sich immer mal wieder in andere hineinzuversetzen. Üben Sie, anderen wirklich zuzuhören. Das geht am leichtesten eigentlich über Fragen. Also stellen Sie Ihrem Gegenüber erstmal eine Frage, bevor Sie zum Beispiel mit der Zusammenarbeit beginnen. Aber auch hier gilt natürlich zu beachten, wenn Sie jetzt immer besser diese Muster erkennen und sich selber besser kennenlernen, verfallen Sie dann nicht plötzlich in gegenteiliges, extremes Verhalten. Wenn wir so unsere Gebrauchsanweisung besser kennenlernen, dann verhält es sich oft mal wie bei einem Pendel. Wenn wir ein Pendel lange auf einer Seite festgehalten haben und loslassen, dann schwingt es natürlich zunächst auf die andere Richtung stark aus. Ja, bevor es sich dann irgendwie in der Mitte einpendeln kann.
Insofern wünschen wir Ihnen viel Erfolg und viel Kraft, loszulassen und mit Kontrolle auch mal auf eine ganz leichte Art umgehen zu können. Manchmal braucht man aber für diesen Schritt oder diesen Weg auch externe Unterstützung. Und da stehen wir sehr gerne mit unseren Coachings, aber auch den Trainings für Gruppen und Teams zur Verfügung. Wenn das interessant und spannend für Sie ist, dann schauen Sie gerne in die Shownotes. Wir verlinken sowohl zu unserem Online-Training als auch zur Webseite zu den passenden Angeboten. Jetzt freue ich mich, dass Sie auch den letzten Teil gehört haben. Falls Sie die anderen Teile noch nicht gehört haben, können Sie sich gerne die jetzt auch noch mal zu Gemüte führen, um rauszufinden, welche Art von Schuldgefühl ist denn das Ihre? Und dann haben Sie ein weiteres Tool in Ihrem Werkzeugkasten, in Ihrer Gebrauchsanweisung. Sie lernen sich selbst besser kennen und können dadurch natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen viel leichter gestalten und sich somit auch wohler fühlen. Und das ist ein großer oder auch kleiner Schritt in Richtung glücklich sein und das Leben von der leichten Seite zu genießen. Und das wünschen wir Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder besuchen auf diesem Kanal, dann zu anderen spannenden Themen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.